herzlich willkommen zu einem neuen Video. Dieses Mal wird's richtig, richtig spannend, denn ich bin auf einer Mission genau vor meiner Haustüre unterwegs. Ich wurde von einem Angelverein, keine 15 Kilometer von mir zu Hause entfernt, angeschrieben, ob ich nicht mal vorbeikommen könnte. Die Vereinsmitglieder, die Angler wird's brennend interessieren, ob Welse in ihrem Vereinsgewässer vorhanden sind. Und bei so einer Aktion, bei so einer Frage bin ich natürlich gleich Feuer und Flamme. Ich habe dann mit Christian, das ist jemand aus dem Vorstand von dem Verein, Kontakt gehabt und wir haben eine schnelle Session ausgemacht und die wird jetzt heute Abend stattfinden. Es ist 18 Uhr, in 3 Stunden ist es dunkel, aber nur der Versuch macht klug. Und ich will jetzt einfach mal probieren, an einem Gewässer, kenne ich überhaupt nicht. Gibt ja hier bei mir zu Hause entlang der A5, wo wir jetzt auch gerade entlangfahren, viele kleinere Baggerseen, die meisten davon sind mittlerweile in Vereinshand, wo Angelvereine drauf sitzen und wo sich vielleicht irgendwo ein Waller versteckt. Ja, und das macht das Ganze doch spannend. Wir heizen da jetzt hin. Ihr werdet euch wundern, schaut mal. Das ganze Auto ist leer, nicht wie sonst, wie ihr es von mir gewohnt seid, wo ein Haufen Tackle, der Bulli bis übers Dach beladen ist. Ich habe kaum was dabei, nur ein paar Kleinigkeiten, die zeige ich euch gleich am Gewässer, wenn wir dort sind. Und dann bin ich echt mal gespannt, ob wir dort auf die Schnelle einen Wels am benachbarten Angelverein See fangen können. Abfahrt! Bin wirklich mal gespannt, wo der See sich versteckt. Wir fahren jetzt gerade hier durch ein Wohngebiet. Ist 12 Kilometer von meiner Haustüre entfernt. Und ich war noch nie hier. Ich weiß auch nicht, dass hier irgendwo ein See ist. Aber Google Maps hilft. So, Dele. Jetzt müssten wir eigentlich gleich da sein. Und die Frage, wo es lang geht. Ich zoome es mal ein bisschen auf. Hier ist das Gewässer. Mal gucken, ob wir richtig sind. Ja, hier sind wir richtig. Da ist das Vereinsheim. Moin. Moin, hi. Grüß dich. Das ist der Christian, der hat mich eingeladen, um Hilfe gebeten. Ist hier im Vorstand. Wie ist der Plan? Wir fahren kurz hin, dann packen das Boot, fahren die Autos wieder raus und dann starten wir. Okay, also Boot ist schon mal vorhanden. Alles klar, ich bin gespannt. Gleich sehen wir das Gewässer. Hier im Vereinsheim am Abend geguckt, ganz erschrocken. Was macht der Stefan hier? Aber wie gesagt, wie soll man sowas finden? Ne? Auch wenn man hier irgendwo in der Nähe wohnt, es gibt vor jeder Haustüre immer noch Gewässer, die selbst ich nicht kenne. Aber klar, wenn die in Vereinshand sind, kommt man auch so einfach nicht dran. Aber spannend, also ganz normales, bewirtschaftetes Gewässer. Hier seht ihr den See. Und ich auch das erste Mal von einem Angelverein. Und da können sich natürlich auch irgendwelche Riesenwälse, will ich jetzt mal nicht behaupten, aber starke Fische drin verstecken. Was ist denn das? Dein Boot? Na klar. Alter Vater, das ist ein viereckiger Schuhkarton. Ja, was soll ich machen? Ich hab nichts anderes. Alter Falter. Alter Falter, Jungs. Viereckiger Schuhkarton. Damit willst du hier auf den großen Teich. Oh nee. Natürlich super. Cool. Wird auf jeden Fall spannend. Wir zwei hier. Oh ja. Ist ja auch nicht der dünnste hier drin. So, hier seht ihr das Gewässer.
schöner, doch relativ großer. Wie viel Hektar hat das Teil? Boah, kann ich jetzt sagen. Aber es ist ein ganz schön großer See. Ne? Wie alt ist der See? 80 Jahre. Wie die Autobahn dann? Genau, halt. So die Autobahn, genau, Kreisberge. Für die Autobahn entstanden ist der auch entstanden. Was machen die meisten Vereinsangler hier? Karpfenangeln? Karpfenangeln, ja. Karpfenangeln. Gute Karpfe drin? Wildkarpfe. Hecht? Sehr gute Hechte. Sehr gute Zander. Zander? Ja. Zander ist ja immer so ein Ding, ne? An solchen klaren Seen nicht einfach zu fangen. Aber wir haben was anderes vor. Wir wollen ja mal versuchen oder schauen, ob wir hier Waller finden können. Und das probieren wir jetzt. So, jetzt packen wir hier unseren Narren. Das wird gut. Vielleicht sogar, ich habe einen E-Motor mit, aber vielleicht sind Paddel sogar unauffälliger. Man weiß es ja nie. Ne? Wird bei euch hier oft mit E-Motor gefahren? Okay, dann kennst du die Fische. Eigentlich nur. Okay, Autos ausladen, die müssen dann wieder raus, oder? Genau, die müssen raus. Okay. Und dann zeige ich euch jetzt gleich mal, weil der Pulli ist ja leer, was wir überhaupt alles dabei haben. Denn wir haben nicht viel dabei. Ja? Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. So, hier seht ihr, hier ist alles. Ich muss, glaube ich, jetzt schon mal hier das Licht anmachen an der Kamera. Was habe ich dabei? Echolot haben wir mit. Gebe ich mal dem Christian raus. Drei Ruten habe ich mit. Das zeige ich euch gleich, was da dran hängt. So, die Ruten gebe ich dir mal. Was brauchen wir noch? Eine Tasche habe ich dabei. Und das war's. Mehr ist gar nicht. Jetzt können wir das Licht wieder ausmachen. Es ist richtig dunkel hier in den Hecken drin. Mehr haben wir gar nicht am Start jetzt. Auf der Suche nach dem geheimnisvollen Wels hier im Vereinsgewässer. Was haben wir als Köder? Tauwürmer. Tauwürmer. Tauwürmer ist gut. Okay. Sonst müssten wir eigentlich alles haben. Alles soweit hergerichtet für die Schnelle, auf die Schnelle. Geber, E-Motor, Echolot, drei Ruten, zwei Taschen. Christian hat auch noch eine dabei und sogar einen Strahler. Bin gespannt, was der vorhat. Ich will ja um 11 wieder im Bett liegen. Da ist das Thema Wels gegessen hier am See. Hoffen wir mal. Handschuh hat er sogar schon am Start. Das ist genauso wie beim Karpfenangeln. Wenn der Kescher als erstes aufgebaut wird, bevor die Ruten reinkommen, beißt nicht. Und wenn die Wallerhandschuhe schon so griffbereit im Boot liegen, dann wird es auch nicht. Dann stechen wir mal in See. Spannung liegt in der Luft. Schauen wir mal, ob es hier Welse gibt. Ob wir welche sehen und vielleicht sogar, ob wir einen fangen können. So, ich habe drei Ruten mitgebracht, also wirklich ganz, ganz wenig Tackle. Schnelles Tackle zum aktiven Angeln, zur aktiven Wallersuche, den ihr kennt, den Real Warm Teaser. Dann habe ich eine Rute dabei mit einem Schwimmer, die werden wir so ein bisschen in der Nachtrift hier einsetzen, wenn wir uns durch den See arbeiten und Waller suchen, die dümpelt dann so leicht hinterher. Und noch eine Rute einfach mit einem Blei, zwei Haken unten drauf, die angeln wir ganz direkt am Boot. Drei Ruten, zwei Angler. Das sollte passen. Da können wir auf die Suche gehen. So, jetzt bin ich mal gespannt, was es sagt hier. Wassertemperatur 25 Grad, 24,8. Aber ist eigentlich klar, ne? Es waren heiße Tage hinter uns. Heute ist ein bisschen bewölkt. So, Cristiano, würde ich sagen, fangen wir mal an, hier ordentlich Würmer drauf zu schaffen. Und dann, hier ist meine Tasche. Das Wichtigste habe ich hier. Ein paar Wallerhölzer mit und dann versuchen wir erstmal zu klopfen. Das ist ja in den meisten Gewässern das schnellste, effektivste Mittel, um auf jeden Fall einen Wels zu sehen, wenn welche da sind, weil sie werden auf jeden Fall Interesse zeigen und im besten Fall dann, wenn er richtig Bock hat, den auch zu fangen in einem kurzen Zeitfenster. Wir ködern und dann fahren wir los. Wie tief ist der See so im Schnitt? Wir haben jetzt hier schon um die 6 Meter. Genau, 10 Meter. Also 10 Meter hast du auf jeden Fall. Also okay, das ist schon eine
Das ist schon eine krasse Tiefe. Also die tiefste Stelle, wo wir schon so gefunden haben im Echolot, geht so Richtung 20. Hui! Ja, ja. Draußen da, wo die Boje sitzt, das ist eigentlich so die Wasserentnahmestelle, sage ich mal, für Wasserprobe. Da bist du so bei 17, 18. Okay. So soll es aussehen, euer Tauwurmbündel. Lecker Schmecker. Okidoki, dann würde ich sagen, bringen wir mal die ersten Köder rein. Die Nachtriftrute setzen wir dann, wenn wir draußen auf dem See sind. Ja, wenn ich hier im Angelverein in Waller wäre, ich hätte da Bock drauf. So, der erste Köder ist unten. Hier seht ihr ganz toll die Köderlinie. So, ich schiebe den Real Warm Teaser mal runter. Genau, stellen wir erstmal jetzt hier die Tiefe ein. Hier seht ihr, wie schön der im Wasser arbeitet. Ihr seht dann oben ins Bild reinkommen. Hier ist der zweite Köder. So, dann fangen wir mal an. Fangen wir mal an zu ticken. Also definitiv, wenn Waller im See sind, werden wir sie mit dem Holz, wenn wir sie irgendwo jetzt hier finden, die können natürlich überall stecken jetzt. Aber wenn einer kommt, dann erkenne ich ihn. Und dann wissen wir auf jeden Fall, ob was da ist. So, ich habe jetzt die Nachtriftrute fertig gemacht. Wir haben waren 60 Gramm Blei, Vorfach und oben drüber einen Laufschwimmer. Den werde ich jetzt so auf 5-6 Meter einstellen und einfach hinterm Boot nachlaufen lassen. So. Das ist dann der Happen für die Waller, die nicht genau unterm Boot hochkommen oder die vorsichtig sind, die ums Boot außenrum suchen. Ziemlich außerhalb. Hier macht irgendwas rum zwischen den Ködern. Achtung, Fisch am Köder. Fisch, ja, Fisch. Ich habe ihn eben auf dem Echolot kommen sehen. Go, 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 go. Pum, 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 pum. Hier seht ihr noch den Einschlag. Der Wels aus dem Vereinssee hat jetzt gar nicht lang gedauert und da kam der Einschlag. So, ich muss jetzt mal mit der anderen Rute drüber gehen. Genau, lass mal ziehen. Genau, jetzt kannst du drunter durchgehen. Warte, genau. Der sieht sogar gut aus. Warte, ich mach mal schnell die Nachtriftrute weg. Sauber! Unglaublich, hä? Unglaublich! Druck halten, schön Druck halten, genau. Achtung, mit weghalten, genau, dass wir den Tüdel kriegen. Ich mache den mal ein bisschen weg. Ich hole die hoch schnell. Lass mal ein bisschen mit Neiwurschteln. Da läuft die Luzi. So, Handschuhe. Geh schön mit der Spitz mit unter Wasser, genau. Geh schön mit der Spitz mit unter Wasser. Nicht aufgehen. Oh. Schon nicht verlieren. Wenn man gleich erst einmal sehen. Und
Ja, außenrum ist die Spitz. Außenrum ist die Spitz. Das ist nicht der kleinste, den wir hier drauf haben. Der Wels im Verein C ist angegangen. Rucki zucki ging das. Und das ist kein kleiner, Jungs und Mädels. Gucken, wann man es jetzt erstmal sehen. Jetzt geht wieder der Fahrstuhl nach unten. Ruhig mit der Spitze bis ins Wasser runter geht und dann das, da ist er. Da bleibt er dann unwesen. Macht man es noch zu steil wird. Da kommt er. Schöner Fisch. Ja. Den hat er genommen, den wollte er unbedingt haben hier, den Reelworm Teaser. Schaut mal. Ist er drauf geballert. Hey, damit hättest du nicht gerechnet. Nein, keine Chance. Und vor allen Dingen bei mir zu Hause, 10 Kilometer entfernt, treiben sich solche Fische hier rum. So, ich hau mal schnell hier das Ding ins Wasser. Wir haben jetzt nämlich ein tolles Maß von Kette. So. Christian, ich hab'n. Das ist der gute Fisch hier bei euch im Wahnsinn. Guckt das mal an. Das hat nicht lange gedauert. Der Petri Heil, der kann sich doch sehen lassen. Wie lange waren wir unterwegs? Eine Stunde? Knappe Stunde. Haben uns hier so durch den See treiben lassen. Und wirklich ein toller Fisch hier aus dem Vereinsgewässer. Vom Angelverein. Sie sind definitiv da und gar nicht mal so klein. Der hat gut Action gemacht an der Rute. Petri Heil. Ha, Wahnsinn. Wahnsinn. Seht ihr mal, wie schnell das gehen kann. Und keiner hat hier vom Verein mitgerechnet. Und wirklich ein starker Fisch, ein starker Drill. Also Wahnsinn. Sag niemals nie. Jetzt geht langsam die Sonne weg. Wir haben 20 Uhr und werden jetzt noch ein paar Stündchen in die Dunkelheit reinangeln. Wer weiß, was sich hier noch versteckt. Ja. Und bis dahin gönne ich mir eine schnelle Trinkmahlzeit. Y-Food ist immer am Start, passt auch in die kleinste Tasche, mit dem kleinsten Gepäck, hier bei der Wallerjagd in der Heimat. Direkt vor meiner Haustür. Hätte ich auch nicht mitgerechnet. Weiter geht's. Hier seht ihr den Erfolgsköder nochmal. Reelworm Teaser in der Farbe Gelb mit 120 Gramm im unteren Bereich. Ein Drilling und der kleine giftige Einzelhaken. Den Drilling hat er jetzt komplett genommen, also den wollte er definitiv haben. Ja, und das Teil kommt direkt so aus der Verpackung. Müsst einfach nur auspacken, dranhängen und schon geht's los. Ganz wichtig im unteren Bereich der kleine Einzelhaken für die vorsichtigen Fische, wenn sie als hochkommen, die Wurmenden euch nur abziehen. Hier dran bleiben sie meistens hängen. Aber der Kollege eben, der hatte keine Scheu. Der ist komplett eingestiegen. So, wir beködern neu und weiter geht die wilde Fahrt. Hey Christian, so, was denkst du? Siehst jetzt ja gut aus hier, ne? Ja, so ein bisschen, ne? Ja. Hat sich schon mal gelohnt, die Aktion. Beködern und dann gucken wir mal, ob sich hier noch einer versteckt. So, lassen wir die wieder raus hier. Kleinen Sugar mit dem E-Motor. Dann kommt die wieder auf Abstand.
Der Real Worm Teaser wieder auf Tiefe bringen. Okay, dann schön runterlaufen. Gehen wir mal auf 6 Meter. Höhe zu. Höhe zu. Ganz wichtig in stehenden Gewässern, jetzt wie hier an dem Baggersee, nicht zu oft klopfen, also nicht hier draufballern wie verrückt. Wir haben hier kaum Drift. 3-4 Mal klopfen, ein bisschen warten, dann ein bisschen langsam im E-Motor oder mit Paddeln euch weiterschieben. Bei der Gewässergröße hier kann es natürlich auch öfters mal vorkommen, dass er ein bisschen Wind kriegt. Das ist natürlich dann super, weil ihr ganz von alleine langsam übers Gewässer treiben werdet. Und jetzt aber, um möglichst ruhig zu sein, ich mache immer so ein paar kleine Schucker mit dem E-Motor und dann 3-4 Mal klopfen und erstmal abwarten. Und vorhin, das ging ja so schnell, plötzlich war er da und dann, vor allen Dingen, wenn die Fische das Wallerholz nicht kennen und diese Druckwellen spüren, schießen die hoch und drehen durch. Schon wie ich ihn hier kurz am Köder gesehen habe, sage ich noch zum Christian, Achtung, da ist irgendwo was, und da war schon die Rute krumm und der Drill ging los, ja, und zwar richtig. Das hat richtig Spaß gemacht, vor allem mit dem leichten Gerät. Die Solid Fun Yellow Ruten, die gelben Ruten aus Vollmaterial, aus Vollcarbon, also die machen da richtig Spaß. Die haben eine mega Biegekurve. Da machen kleine Waller Spaß, aber ihr habt auch genug Kraftreserven für die großen. Hier ein kleiner Ansteiger wieder mal da. So drücken wir uns hier durch den See, immer wieder die Ruten, also die Ködertiefen nachstellen, dass wir 2-3 Meter über Grund sind, jedenfalls hier in den flacheren Seebereichen. Weil da draußen beim tiefen Wasser hatten wir eine richtige Sprungschicht unten drin, da war überhaupt nichts los. Naja, ganz am Anfang ein Mini irgendwo rumschießen, einen guten Fisch gefangen und eben nochmal, keine Ahnung, einen kleinen Wels da zum Köder hochschießen, aber ist nichts passiert. Du musst es natürlich auch testen von der Tageszeit her. Vor allen Dingen in solchen klaren Seen hier ist es oftmals, dass so die Abendstunden die bessere Zeit ist zum aktiven Welsangeln. Aber vorhin der Fisch, gut, der Himmel war bewölkt, nicht so Bollermann Sonne, eine Stunde geangelt und Beng hat es gemacht. Aber das habe ich euch ja gesagt, wenn die Bock haben, dann nehmen die direkt. Hier ist er eben hochgekommen, an den Köder ran und wieder nach unten hinweg. Mal gucken, ob wir den nochmal animiert bekommen. Definitiv Wels. Könnt ihr schön zurückschieben jetzt hier. Anstiegsphase zwischen den Ködern gewesen. Hier oben ist Blei, hier unten die Würmer. Aber wieder abgehauen. Sie sind da, sie sind hier, ja. Cristiano, bei dir im Angelverein gibt es Waller. Ja, haben wir festgestellt. Und wie die reingekommen sind, ist dann natürlich immer das große Rätsel. Ne? Manchmal beim Fischbesatz verstecken sich ein paar mit dabei. Dann natürlich über Enten, die den Laich irgendwo rumtragen. Wir haben den Rhein hier in der Nähe. Aber spannend, sie sind da. Wieder was da am Köder. Das sehe ich dann. Wirklich spannend. Wirklich spannend. Aber kein Biss jetzt mehr gehabt. Kommt wieder irgendwas hoch, seht ihr? Seht ihr? Definitiv Waller. Kleinere Fische. Aber normalerweise haben die auch Bock auf Würmer.
aber haben jetzt keine Aktion mehr gehabt. Oder was natürlich auch sein kann, dass wir uns gecheckt haben ein bisschen. Ja, langsam wird es dunkel und da hinten, da zieht ein richtig gutes Gewitter auf uns zu. Es nieselt schon leicht. Ich hatte vorhin noch eine kurze Aktion, kam ein kleiner Fisch hochgeschossen und hat mir ein paar Wurmenden abgebissen. Aber ansonsten war es jetzt ruhig. Aber der Beweis ist erbracht, Waller sind da. Wir konnten welche sehen und wir konnten auch gleich einen schönen Fisch hier für die Heimat am Baggersee, am See vom Angelverein fangen. Ich glaube, man sollte kein Risiko eingehen. Ist jetzt nicht das größte Gewässer, aber ist auch kein kleines Gewässer. Wenn das Gewitter jetzt wirklich auf uns hier zukommt, kann es auch mal schnell blöd ausgehen. Wir machen jetzt hier fertig. Wir haben einmal den See an der Kante entlang umrundet auf Wallersuche. Und vielleicht komme ich mal wieder hierher zum Ansitzangeln. Ich glaube, die Vereinsangler sind jetzt heiß nach dem spannenden Drill vom Christian. Und wer weiß, vielleicht planen wir hier nochmal die nächste Aktion. Seht ihr mal, so nah, sogar vor meiner Haustür, gibt es Gewässer, die ich nicht kenne und wo es Waller gibt. Also Augen aufhalten, schaut euch um, können sich überall verstecken, die Jungs. Bis zum nächsten Video, alles Gute, euer Stefan, ciao, ciao.